Kulturschaffende sind nicht systemrelevant. Na klar. Auf Museumsbesuche, Konzerte und Theater können wir im Moment ja auch verzichten. Mhm. Wir schauen stattdessen Filme und Dokumentationen. Ja, aber die wurden von Kulturschaffenden gemacht. Wir können Bücher lesen. Die wurden auch von Kulturschaffenden gemacht. Wir können Musik hören. Mhm. Die wurde aber auch von Kulturschaffenden gemacht. Wir schauen uns einfach ein paar Bilder an. Ja, aber die wurden auch von Kulturschaffenden gemacht. Korrekt. Also dann gucken wir halt einfach Fernsehen. Jo. Da bleiben noch Kochshows, Reality-TV, Nachrichten. Mhm. Aber all das wurde ebenfalls von Kulturschaffenden gemacht. Wenn alles, was Kulturschaffende so in ihren Wohnzimmern, Studios und Ateliers so produzieren, einfach verschwinden würde, womit soll man sich dann beschäftigen? Ja, mal ganz abgesehen von den ganzen Tontechniker und Kameraleuten, Kostümbildner, Requisiteure, Schauspieler, Regisseure, Theatermacher, Zeichnerinnen, Autoren, Filmemacher, Figurenspieler, Choreografen, Tänzer, Comedians, Sängerinnen, Musiker, Drehbuchautoren, Maskenbildner, Journalisten, Künstler generell, Performer, Clowns, Kostümschneider, Basteltipps für Kindermacher und all die, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben. Na, von all dem profitiert doch gerade eigentlich die ganze Welt. Stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt keine Bücher, keine Kunstwerke, keine Filme, keine Musik und keine Hörspiele mehr. Wäre die Welt nicht ein ziemlich trauriger Ort? Ja. Aber das ist ja alles schon da. Das wird seit Jahrhunderten produziert und steht zur Verfügung. Von daher sind nur die aktuellen Kulturschaffenden nicht systemrelevant. Aber stellt euch auch mal vor, wir müssten jetzt alle umsatteln. Ja, wir würden jetzt alle in Berufe gehen, die richtig, wo wir richtig Geld verdienen können. Es gäbe ab jetzt nichts Neues mehr in der Kulturlandschaft. Keine neuen Lieder, keine Bücher. Keine neuen Dokumentationen, keine neuen Theaterstücke, keine Tänze. Keine neuen Kunstwerke. Keiner kann mehr tanzen lernen. Keiner kann mehr ein Instrument lernen. Wäre schon irgendwie traurig, oder?